Also, halten wir fest, wir haben in der Stadt, welche Stadt sind wir eigentlich? Damaskus. Wir sind in Damaskus, haben sozusagen das Armenviertel schon abgegrast und sind hier jetzt im Assassinenbüro und wollen ja jetzt hier das Nobelviertel entsprechend einmal erkunden und uns da die Hinweise zusammensuchen, die uns für unser Attentäterziel fehlen. Gut, und ich hätte gesagt, was ist das hier, belauschen? Ich hätte gesagt, wir gehen hier einmal hin und lauschen da mal. Ich meine, da sind wir letztes Mal dran gescheitert, weil wir die ja alle weggeschnetzelt haben. Aber das Schöne ist, das Spiel verzeiht ja sowas auch ein bisschen. Ich hätte gesagt, wir gehen jetzt hier über die Belauschen-Aktion. Hier retten wir noch den Bürgerin. Arbeiten uns dann von hier aus über die Aussichtspunkte hier im Kreis vor, sodass wir, wenn wir das alles abgearbeitet haben, weil bei den Aussichtspunkten werden mit Sicherheit hier auch wieder verschiedene Einzelmissionen kommen, würde ich dann wieder zum Büro gehen, weil dort müssen wir ja dann zum Schluss, wenn wir alle Hinweise zusammen haben, uns ja unsere Feder besorgen von Al-Mualim, womit wir dann ja das Blut aufsammeln sollen von unserem dahingerafften Ziel. Okay, also haben wir hier schon mal, da möchte ich hin. Und dann werde ich das auch tun. Zack. Attacke Bonanza. So. Ah ja. Ich habe es letztens erst schon wieder gesagt, ich freue mich eigentlich, was heißt eigentlich, ich freue mich richtig drauf, auf jeden Stream. Und ja, ich lebe im Prinzip nur noch von Stream zu Stream und von Wochenende zu Wochenende und zu den freien Tagen. Nicht deswegen, weil ich mal grundsätzlich was gegen meine normale Arbeit habe, aber das ist momentan einfach so richtig mein Ding. Zack. Ach. Ja, Schabernack. Was stimmt nicht mit euch? Den englischen König und sein Heer von Ungläubigen. Ah, Gott, jetzt kommen wieder diese... Und dafür müssen die zahlen. Umgebracht. Wo immer sie reisen, ja, ja. Hinterlassen sie eine Schneise des Leibes. Ich suche mir jetzt hier ein schickes Bänkchen. Ein Kreuzzug für was? Ignoranten? Wahnsinn! Wir müssen standhalten. Wir müssen die Feinde auf. Jetzt muss ich mir nur mein Ziel suchen. Was ich belauschen will. Aber ich habe hier keine Bank, wo ich mich sonst hinsetzen kann. Setzen Sie sich in der Bank in der Nähe und erfassen Sie das Ziel. Ach Gott, die gingen mir schon damals so auf den Keks. Auf eine Bank setzen. Und hinterlässt eine Spur des Schreckens. Nala al-Din reitet ihm entgegen. Gut, ist natürlich die Frage, was jetzt genau mein Ziel ist. Lass uns mal umgucken hier. Gepriesen sei sein Name, mit uns sein werde, auf dass er uns den Sieg schenkt. Nein, geht nicht. Nur ein paar Münzen für meine Kinder. Ich flehe euch. Okay, ich habe das Ziel erfasst. Setz mich dann hin. Hier gibt es aber keine andere Bank, wo ich mich hinsetzen kann. Das sind mit Sicherheit die hier. Setzen Sie sich auf eine Bank. Sag mal, was laufen hier für Spackos rum? Ich habe nicht. Aber ich sage, es ist eine Ehre, dein Leben im Dienste Gottes zu lassen. Im Kampf, woran wir glauben. Es gibt keinen größeren Ruhm als diesen. Meine Familie ist. Setzen Sie sich auf eine Bank. Ich stehe hier, um eine Warnung zu überbringen. Sollte Richard Jaffa einnehmen, ist er nicht. Mal eben kurz das Mischpult nachjustiert. So, aber wo ist denn jetzt hier eine Bank? Wo kann ich mich denn hier hinsetzen, um die zu belauschen?
Ist es diese Bank? Also keine Bank. Das ist ein Türeingang. Ach Gott, jetzt kommen immer wieder diese hier. Tja, setzen wir auf Bank des Ziels, um den Lauschvorgang zu starten. Und es geht schon wieder los. Das ist die einzige Bank weit und breit. Ah, alles klar. Ich war wieder zu doof, um den Knopf zu drücken. Eine solche Lieferung auf die Beine zu stellen. Es ist nur Wein. Einige sind schwach im Glauben. Euer heiliges Buch sagt etwas zu diesem Thema. Ich glaube, lasset sie essen und genießen und von Hoffnung abgelenkt werden. Bald werden sie es besser wissen. Und nie zerstörten wir eine Stadt, ohne dass sie Warner gehabt hätte. Und was soll das bedeuten? Vergesst es. Kümmert euch um eure Dinge. Wie ihr wünscht. Ja. Ey, Philipp, du sagst, der Stream bricht nicht immer ab. Mit dem Internet. Du hast jetzt immer noch den, das WLAN aus dem Büro drin, ne? Das heißt, er springt wahrscheinlich nicht zwischen Repeater und Router hin und her, ne? Ja, ist doch gut. Sehr schön. Okay. Ach, sorry. Ich muss natürlich die Map aufmachen. So, das heißt, ich habe jetzt schon wieder eine Nachforschung. Und das heißt, wir gehen jetzt hier hin und retten den Bürger. Der oder das Bürger. Lalalala. Ich will dir auf die Nase hauen. Ja, ja, ich schlag dir auch die Hände ab. Zack! Zack! Gibt's aufs Fressbrett hier! Schwupps. Na kommt. Wuppsala. Zakikowski. Wups. Gut, dass ihr gerade vorbeikam. Finde ich auch. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ich schulde euch eine Güte. Was ist denn hier passiert? Gab's auf die Nase hier. So, Karte. Wir gehen zu dem Aussichtspunkt. Weil wir was aussehen wollen. So. Na, 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 na. Wenn da. Och, geh weg, ey. Dummes Ding. Lass mich in Ruhe. Was ist denn das für einer? Halt, wartet, Alter, ihr. Ich habe eine seltsame Bitte, aber vielleicht könnt ihr mir helfen. Sicher das. Euer Ziel ist der Händlerkönig, ich weiß. Aber andere in dieser Stadt sind ebenso skrupellos. Einige Händler in diesem Viertel verkaufen vergammeltes Fleisch. Oh. Es ist billig im Einkauf und die Gesundheit ihrer Kunden schert sie nicht. Einige Kinder sind bereits gestorben. Wir dürfen solcherlei Machenschaften nicht dulden. Sehe ich genauso. Wärt ihr bereit, dem ein Ende zu setzen? Selbstverständlich sehr gerne. Also zerstören Sie 2 Marktstände und melden Sie sich. Okay, ich mach das doch. Macht Platz. Drücken und halten Sie die Taste 5 und drücken Sie Taste 2 zum Greifen.
Ach so. Ja, kann ich einfach kaputt machen hier, ne? Es gefällt mir nicht, wenn jemand so sein Schwert hat. Wo ist die Wache? Ja, zwingt mich nicht, Gewalt anzuwenden. Lautet vor! Lautet vor! Was zu sagen? Wie zerstöre ich den Marktstand sonst noch? Steck das Komm, zeig dich! Wirklich, wie man damit umgeht. Das kostet dich den Kopf! Zack! Tritt ihm in den Hintern. Und schwupps! Ah, der ersten kriege ich nie so richtig. Zack, den ersten Schlag kriege ich nie hin. Probier's nochmal. Zack, jetzt hat's geklappt. Hau ihm doch nicht eine, sondern gib ihm richtig einen mit der Klinge. So. Der Herr ist mit uns. Geht auf. Ihr könnt nicht fliehen. Der ist so gerade abgehauen. Du wagst es? War das vielleicht der falsche Marktstand? Oh, da ist ein Templer. Zack. Ein Templi. So. Dann machen wir das nochmal. Wo ist das, der das Informant? Das sieht aus wie das Informant. Oh, da ist der Informant. Zerstören Sie zwei Marktstände. Tötet ihn! Haltet ihn! Ah, so. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Schwupps. Nächster Marktstand. Oh je. Zack. Zackikowski. Na komm her.
Doch, ich kann fliehen. Ach, lass mich doch. Hau ihm das Ding rein. Danke, Bruder. Ihr habt zahllose Leben gerettet. Als Dank gebe ich euch einige Informationen, die sich als nützlich erweisen könnten. Ich habe heute früh zwei Diener des Händlerkönigs belauscht und scheinbar haben sie vor seinen Gemächern ein Gerüst vergessen. Benutzt es, um schneller zu ihm zu gelangen. Das hört sich doch hervorragend an. Ich bin ja begeistert. Er wurde dahin gerafft. In der Blüte seines Lebens. So. Dann wollen wir hier mal nach oben sprinten, weil wir müssen ja noch diesen Aussichtspunkt haben. Das war ja jetzt nur einmal so ein kleines Nebending. Ach Gottchen, da ist ja schon wieder so einer. Hui! Zack! Weg mit dir! Stehst mir im Weg. Mann, 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 Mann. Aber Fili, trotzdem war gestern Abend war wirklich Katastrophe mit dem Internet. Ich wollte ja noch einen Film gucken und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also bei Apple oder so, selbst als ich den runtergeladen hatte aufs Smartphone, weil ich mir dachte, ich kann es nach Apple TV hochstreamen, dann lädt er sich das tatsächlich nochmal aus dem Internet, um zu streamen. Und ja, das hat dann nicht so ganz funktioniert und da sind einfach die Server überlastet. Da kann mir doch keiner was erzählen, weil wenn ich ganz normal gesurft habe auf dem Handy, dann hat er auch super schnelles Internet gehabt. Na? Und meine, wenn ich dann auf den Repeater selber mal drauf geschaut habe, da war tatsächlich, war da bis zu, was waren es, 15, 20, nee, Quatsch, mehr. Das waren so 40, 50 Mbit, die ich da dran hatte. Also, kann ich mir so nicht erklären. So, ja, ein Todessprung funktioniert ja jetzt auch. Ich bin ja sowas von begeistert. So, da sind wieder ein paar Bürger, die ich retten soll. Das werde ich auch direkt tun. Na 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 na. Ach Gott. Zack, direkt weg. Schwupps. Schmecke meine Klinge. Zack. Danke. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Das wünschte ich auch. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Ab nach oben, ganz nach oben, wo also die Wolken toben. Da, da, die. So, da haben wir wieder Gelehrte. Gelehrte sind mir gerade mal wurscht. Der armen Seele bin ich widerfahren. Ich bin die arme Seele. Wie komme ich denn da rüber? Das ist ein Tor. Ein Tor. Wer ist der größere Tor? Der Tor oder der Tor, der ihm folgt? Zack. Aus meinem Fahrwasser. Eine milde Gabe. Ich gebe dir gleich was. Ein paar Goldstücke. Ich habe keine Goldstücke. Wenn ich welche hätte, müsste ich hier nicht rumgehen und Leute umbringen. So. Ach, lass mich in Ruhe, sonst kriegst du gleich auch ein paar von dem Latz. Hoch da. Will er nicht. Dann gehe ich mal da hoch. Dubidubidu. Und hier. Oh, hallo. Kommt nicht näher, gottloser Heide. Oh. Oh, und dann stürzt der. Ich weiß, dass du dich versteckst von mir. Dann stürzt der auch noch. Zack.
Ach Gott, nee. Stirb, Kartoffel. Nickesse? Saki. Oh, der kriegt das auch nicht hin, ey. So. Und weg damit. Geäxelt. Zack. So gehört sich das. Schwuppsala. Wo muss ich denn hin? Ah, da oben muss ich hin. Irgendwo. Oder da? Nee. Da irgendwo. Da muss der Ding sein. So. Da ist auf jeden Fall schon mal der Heuballen. Der böse, böse Heuhaufen. Ja, da ist er. Ab nach oben. Kletter zu. Ihr seid hier nicht erwünscht. Ja, nee. Deine Mutter ist auch nicht erwünscht. So. So, zack. Ach, komm hoch da. So. Und damals dachte ich schon, die Karte wäre groß. Aber das ist ja wirklich, ja, sehr überschaubar. Ja, ich drücke immer den falschen Knopf. So, ich muss den großen drücken. So, was haben wir denn da jetzt noch? Informantenherausforderung. Was will denn dieser Informant von mir? Der will mich herausfordern. Wo bist du denn? Wahrscheinlich da oben, ne? Gibt ja gar nichts anderes übrig. Der wird bestimmt da oben sein. Dann hole ich mir mal schnell. Hier war doch irgendwo eine Leiter. Da. Zack, 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 zack. Hinauf. Nö. Da ist er. Mahlzeit. Friede sei mit euch. Friede sei ihr mit dir. Ihr wollt sicher Informationen über die Stadt. Mhm. Jetzt habe ich gerade keine Zeit. Schade. Ich muss einige Flaggen finden, die aus unserem Versteck im Nobelviertel von Damaskus entwendet wurden. Okidoki. Aber in dieser Hitze tragen mich meine Beine nicht mehr. Würdet ihr mir helfen? Aber sicher kommt doch. Kommt mit den Flaggen wieder und ich werde euch nach Kräften helfen. Gern geschehen, das mache ich doch super lieb gerne. Jetzt ist die Frage. Ah, da lang. Na, 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 na. Hepp. Hallo, noch ganz schön. So. Jetzt muss ich wahrscheinlich darauf, ne? Jo. Tretet jetzt zurück. Halt, ihr dürft hier nicht passieren. So, ist die Frage. Ich muss noch ein paar. So. Das ist eigentlich gut zu schaffen jedes Mal. Also ich finde, das ist jetzt auch nicht wirklich schnell herausfordernd. Ihr dürft hier nicht passieren. Man muss halt nur, ich sag mal, sauber arbeiten. Und dann geht das schon. Da nehmen wir noch eine Flagge mit. Da nehmen wir eine Flagge mit. Da ist auch noch eine Flagge und dann dürfte es schon fast gewesen sein. Genau. Oh, wo ist der Informant? Wie komme ich da rein?
Gar nicht. War da nicht der Eingang? Ja, da war der Eingang. Hab ich verpasst. Macht nix. Servus. Oh, danke. Der Rafik wird sehr froh sein, diese Flaggen wiederzusehen. Das ist schön. Ich frage mich, ob euch diese Information nützen könnte. Ich wurde von Abul auf eines seiner Feste eingeladen. Ich bemerkte, dass der Springbrunnen im Zentrum des Palastes leicht zu erklimmen wäre. Mhm. Nutzt diese Informationen weise. Nun muss ich gehen. Bitte entschuldigt mich. So, okay. Zeit, dass mein neuer Stuhl kommt. So, was machen wir jetzt? Ach ja, was haben wir hier? Befragung. Komm, machen wir die Befragung. Das sind aber so Sachen, die mag ich nicht ganz so gerne, weil man da halt, oder auch Taschendiebstahl, das finde ich so, ja, das ist ein ganz nettes Element, aber es hat schon seinen Grund, warum es irgendwann nicht mehr weiterverfolgt wurde, so als Quest. Weil, ja, ich weiß auch nicht, also, nicht unbedingt, noch eine Flagge mitgenommen, sehr gut. Also ich mag es nicht so wirklich gut, gerne. Oh, eine Leiter. Chip, chip. Mist. Ich will da nur noch darauf, Mann. Lass mich darauf. Ach, Junge. Hopp, hopp. Na super. Danke. Aber der regeneriert sich ja recht flotti. Und er kann jetzt auch schon recht gut aus hoher Höhe kann er fallen. Lass mich gehen. Dreckiger Was? Ich werde dir die Hände abschlagen. Zack. Du wagst es. Zack, keiner auf die Nase hauen, sondern richtig verhauen hier. So. Nein, nicht so. So. Ja, zack, aufspießen. So gehört sich das. Ich danke. Sehr gerne. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Was? Wer hat das getan? Sag es mir. Oh, ich war's. Ich war's. Die liegen auch noch welche rum. Wo kann ich denn befragen? Niemand ist großzügiger als B-Fragen oder A-Fragen? Jede Woche öffnet er seine Tore für Ach das der. Volk von Damaskus, A-Müsieren, B-Müsieren oder C-Müsieren? Seine Bürden ablege und sich dem Frohsinn hingebe. Jo. Unsere Tage mögen düster sein, aber dank ihm sind unsere Nächte von Licht erfüllt. Der Händlerkönig sorgt für alle und jeden. Er erwartet das ist doch der mit dem faulen Fleisch, ne? Lasset seine Großzügigkeit als Beispiel für uns alle dienen. Wir alle sollten danach streben, so zu sein wie er. Lecker. Schön was trinken hier. Dann kann ich ihm jetzt ein paar... Was ist euer Begehr? Mein Begehr? Was steht ihr da herum? Geht! Scheiße.
Schön auf ihn einprügeln. Ich rede. Dann tu das. Ich habe keine Lust für ihn zu sterben. Sein Gold ist mein Leben nicht wert. Hey, wir haben eine weise Entscheidung. Also, was wollt ihr? Ich muss mit dem Händlerkönig sprechen. Sehr gut. Ah, viel Glück. Er verlässt seine Gemächer so gut wie nie. Da komme ich rein. Hat er Angst? Keine Angst. Hass. Er hasst sich selbst, ebenso wie das Volk, dem er vorgibt zu dienen. Sperrt sich in seinem Quartier ein, vor lauter Scham. Er kann sich nicht ewig verstecken. Nein. Diese Feierlichkeit. Er kommt heraus, um zu sprechen, um auf das Volk herabzusehen. Für das Gemeinschaftsgefühl, denke ich. Aber nur kurz. Was ist mit ihm, dass er sich derart zurückzieht? Seht selbst. Und nun lasst mich gehen. Euch gehen lassen, damit ihr ihm sagt, wie mein Plan lautet? Mal eine Frage, wie ist denn so die Soundübertragung? Nein, ihr werdet schweigen. War doch noch eine. Genau, da oben war doch noch eine Flagge. Eine Flagge. Wo komme ich denn da am besten hin? Da komme ich nicht hoch. Wie komme ich denn da dran? Ah, wahrscheinlich hier über die Leiter. Ketzer. Spiel könnte ein bisschen lauter sein. Ihr könnt nicht entkommen, Alter. Okay. Dann gucken wir, ob es jetzt gleich besser ist, ja? Falsche Lehren verbreitet. Blasphemie. Hört auf, bitte. Ihr tut mir weh. Ja, falsche Lehren verbreitet. Blasphemie. So. Ja, das ist halt immer von Spiel zu Spiel unterschiedlich, ne, was man da für Einstellungen braucht. Aber gut. Können wir ja gleich mal ausprobieren. Ich habe es jetzt mal ein bisschen erhöht. Weil ich möchte natürlich auch nicht, dass wir dann wieder irgendwelche Rauschen da drin haben. Moment. Ja. Weil manchmal koppelt sich hier echt so ein kleines Brummen ein. Also ich glaube, ich brauche mal irgendwann noch so ein paar Entstörfilter oder so. Mal gucken. Ha, schön. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ohne, dass ich hier jemanden umbringen muss. Auch wenn ich es gerne möchte. Ja. Probieren wir es mal hier. Was bringt ihn dazu, das zu tun? Spaß an der Freude. Oder vielleicht, da komme ich rüber. Sehr gut. Ohne, dass ich jemanden umbringen muss. Ich weiß, es ist voll uncool, aber... Zack, und hoch da. Ja, ich gehe ja schon. Ciao. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Bitte. Hilfe, kommet! Jetzt muss ich ein bisschen meinen Kopfhörer ein bisschen leiser machen, sonst fällt mir gleich das Ohr ab. Oh nee, nicht der. Jetzt besser? Sehr schön. Ja, ich muss halt immer gucken, dass mir nicht das Ohr wegfliegt hier. Aber ich finde gut, dass man den Kopfhörer hier so ein bisschen noch regeln kann. So, komm. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sie bei Action sehr laut. Okay, das können wir ja gleich mal eben schauen. Warte mal. Ob wir hier noch was machen können. Audio. Die Musik oder die Effekte? Weil ich habe irgendwie mal mitgekriegt, dass die Sprache wohl relativ leise sein soll. Die Effekte, weil die sind ja hier schon, wie man sieht, schon halbiert. Also du meinst jetzt wirklich auch die Effekte, wenn er da zum Beispiel auf jemanden eindrischt und so, ne? Okay. Dann würde ich die nochmal ein bisschen
Sprache ist leise, was ich nicht verstehe, weil die Sprache ist eigentlich voll aufgedreht. Okay. Dann mache ich es jetzt nochmal so. Zack. Okay. Dann probieren wir es mal so aus. Ich würde dann jetzt einfach mal hergehen und einfach mal noch jemanden angreifen. Dann können wir es nochmal schauen, ja? Warte mal, kann ich den nicht einfach hier so mal... Ach, komm her. Schwupps. So. Dann kannst du mir jetzt gleich mal sagen, wie es jetzt ist. Besser? Okay. Man hört trotzdem noch alles andere gut, ja? So. Also hört man alles andere trotzdem noch gut, ja? Sehr schön. Ja, das ist alles gar nicht mal so einfach. Oh, da ist wieder eine Flagge. Schön. Halt! Ach Gott, du darfst nicht direkt auf den... Sehr gut. Wo ist denn hier der Turm? Da ist der Turm. Oh, ja, falsch abgebogen. Mir fällt gerade ein, wir haben ja noch Popcorn in der Schublade, ne? So Mikrowellenpopcorn, ne? Das ist, ja. Fiel mir gerade so ein. So, hier ist noch einer. Ach, das ist direkt der da, okay. Juhu! Erdgeschoss, Damenbekleidung. Gehen wir zurück. Ne, tausche schwerverständliches Buch über Empfängnisverhütung gegen gebrauchten Kinderwagen. So, zack. Geh weg. Oh. Ey, wie viele Flaggen hier rumliegen, ne? Und das habe ich damals gar nicht so wahrgenommen. Okay. Ah, ist das schön. Guckt euch das an. Ach. So, wie kommt man da jetzt am besten hin? Ah, ich glaube, da kommt man am besten hin, wenn ich diesen hier mache, ne? Ja. Ah, aber gerade so. Schön ins Genick gesprungen. Nala-Aldin reitet ihm entgegen, um diese barbarischen Taten zu rächen. Hier war der Turm, ne? Ja, das war das Türmchen. Dass er uns den Sieg schenkt. Zack. Ich stehe hier um eine Warnung. Ich stehe hier und singe. So. Adlerauge. Was spielen wir denn am Sonntag eigentlich? Wir spielen weiter Division, ne? Meine ich, oder? So, wo wir jetzt sind, hier ist direkt, guck mal, die legen direkt die Missionen damit rein. Wenn man mal echt sieht, so, ne, wie klein eigentlich diese Karte hier ist, ne? Also, das ist schon nicht wirklich viel. Seid auf der Hut! Helft mir! So hilft mir doch jemand! I will help you! Ihr wart es in meinem Wald.
Das wird euch das Leben kosten. Bereue deine Sünden. Ja, nein. Zack, weg! Ja, ihr Dilettanten! Du wolltest nicht hören, ich hab dir eine Chance gegeben beim ersten Mal und jetzt wolltest du nicht. Gut, dass so. Dilettanten sind das, ey. Was ist hier geschehen? Da 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 da. Da 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 da. Taschendiebstahl. Ah, ich hasse es. Na gut, machen wir es trotzdem. Salam. Salam alaikum. Malaikum salam. So, haben wir es denn hier? Nee, nee. Oh, rendert er jetzt die... er rendert die Figuren nach. Auch nicht schlecht. Oh je. Gut, dass ihr gekommen seid. Es ist mir eine Ehre. Was benötigt ihr? Der Brief, den ich euch gab, muss in Salah al-Dins Lager gebracht werden. Sucht nach dem, den sie Hisham nennen. Er wird euch helfen. Aber erzählt keinem anderen davon. Niemand wird es erfahren. Dann ist unser Gespräch beendet. Jo, das ist es wohl. Ich tauche mal unter, indem ich einfach die Hände zum Gebet falte und trotzdem bis an die Zähne bewaffnet bin. Kommt schon, tretet näher. Los, wo willst du hingehen? Here we go! Ja, Super Mario hat auch immer Spaß gemacht. Ja, ich gehe ja schon. Scheiße. Stirb, Kartoffel. Ah, die Kamera ist ein bisschen blöd so. Zwingt mich nicht, Gewalt anzuwenden. Geht und belässt mich dann einen anderen. Tu ich. Was ist euer Begehr? Ich will das, was du in deiner Tasche hast, mein Freund. Danke. Der würde nur so etwas Furchtbares tun.